bin ich wieder. Ich habe euch ja gesagt, sobald die letzten Lesungen durch sind, werden wir auf jeden Fall nochmal einen schönen Rundgang machen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich euch längst nicht alle Verlage gezeigt habe. Ich war vor ungefähr 2 Stunden schon mal hier mit dem Satz, nicht alle kennen ja den großartigen Redaktion Fantastik Verlag, was sofort so ein Ha-ha-ha-ha mit sich gebracht hat. Aber dementsprechend muss ich natürlich auf jeden Fall heute noch hier vorbei. Dementsprechend, Redaktion Fantastik hat gleich 2 fantastische Frauen mit dabei. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig darüber, dass auch ihr den Weg an diesem besonderen Wochenende hierhin gefunden habt. Ja, hallo, vielen Dank erstmal, dass ihr euch hier so reinschafft und den Niederrheinkon zu so einem tollen Event gemacht habt. Ja, wir haben viel Kraft, Energie und Zeit da rein investiert und hoffentlich jeden irgendwie zufriedenstellen können. Wie ist es für euch jetzt hier? Habt ihr... Also wir hatten auf jeden Fall Spaß, das ist keine Frage und wir sehen das jetzt auch als Investition in die Zukunft und wir hatten sehr nette Kundengespräche tatsächlich auch, das ist ja wichtig und wir haben schöne Spielrunden gehabt und für uns ist alles prima gelaufen. Das heißt, ihr habt beide auch wieder eine Spielrunde gehabt oder ich weiß zumindest, dass... Seelenfänger auf jeden Fall vom Oliver angeboten wurde. Du warst auf jeden Fall auch. Dich habe ich ja einmal kurz draußen gesehen. Hast du dieses Jahr auch eine Runde gehabt draußen? Ich muss gestehen, ich habe gar nicht alle Runden zwischendurch im Blick gehabt. Meine ist jetzt nicht zustande gekommen. Schade, aber gut, dann ist das jetzt einfach so. Nächstes Mal wieder, das nächste Mal. Und mal gucken, wer dann wieder auf Mörderjagd geht. Ja, das ist nämlich das Schöne daran. Da haben wir nämlich jetzt quasi die fast perfekte Überleitung zu dem Angebot, das ihr mitbringt. Ihr habt nämlich zumindest in den Runden, die ihr jetzt selber vorgestellt habt, hattet ihr Private Eye. Ja, genau. Meine Private Eye-Runde hat stattgefunden, war gut besucht und die Leute hatten Spaß. Und zwar mit dem neuen Abenteuer, was demnächst erscheinen wird in diesem Jahr. Auf der Spur des Grauens. Das ist ein Kampagnenband diesmal, der so ein Crossover-Band wird zwischen Private Eye und Tulu und sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigt. Und wir hatten eine sehr spannende Session in einem gruseligen Geisterhaus. Bei Cthulhu hat man im Moment gerade so ein bisschen das Gefühl, so seit 2 Jahren, so Cthulhu breitet sich aus. So, es kommt so überall irgendwie an, selbst da, wo in den Bereich Fantasy, wo man es eigentlich wenig erwartet hätte, jetzt hier bei Private Eye. Ich bin gerade sehr erstaunt darüber, aber ich persönlich finde das natürlich schön, weil es immer dann einfach eine größere Kundschaft im Prinzip anspricht, weil man so ein bisschen mehr, es ist kein reines Detektivabenteuer, sondern ich biete dir halt eben auch so ein bisschen Horror direkt mit an, auch wenn es dann nicht ganz so... Ja, in der viktorianischen englischen Zeit ist es ja auch so, dass viele Leute halt an so paranormale Phänomene glauben. Und es geht halt auch um einen Club, um Spear nennen die sich, wo es halt darum geht, solche paranormalen Phänomene zu erforschen. Und da gibt es halt auch 2 Lager. Die einen glauben eben daran und die anderen sagen, das ist alles Quatsch und Humbug. Wir sind Wissenschaftler und wollen das jetzt mal untersuchen. Und diese beiden Lager streiten sich auch da, aber sehr konstruktiv. Und fahren dann halt auch zu solchen Orten hin, wo solche paranormalen Phänomene halt auch vorherrschen und da sind. Und dann wird halt... ermittelt. Ja, schön finde ich die Aussage konstruktiv. Machen das die Spieler auch? Gehen die konstruktiv vor? Oh ja, das ist sehr... Doch, das macht den Spaß. Ja, da kann ich natürlich auch noch was zu sagen. Wie gesagt, die viktorianische Zeit war die klassische Zeit der Seancen. Unser aktuelles Abenteuer Nummer 13 kümmert... Nummer 13, ne, nicht ohne Grund, die 13, hat auch genau das entsprechende Thema. Und ich zitiere da immer gerne den Hund der Baskervilles an, dass ja eine sehr gruselige Geschichte ist, wo selbst Sherlock Holmes für eine knappe Minute eine übernatürliche Erklärung in Erwägung zieht. Oh. Immerhin, ne? Selbst Sherlock Holmes für eine knappe Minute und dann geht es ja wie bekannt weiter. Ja, da, und dann passt das natürlich auf jeden Fall auch definitiv zu Private Eye. Ja, wir wissen, Zeit ist sehr relativ, auch für Sherlock Holmes. Finde ich aber interessant, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht.
dass da tatsächlich so in einer der Geschichten sowas dann vorkommt, dass diese tatsächlich diese Paranormale so richtig einmal aufflammt. Aber wir haben ja jetzt nicht nur Detektivgeschichten, nicht nur Private Eye. Wenn man mal so ein bisschen an mir vorbeiguckt, da kommt ja noch einiges. Und ja, wobei Finsterland klingt ja fast schon wieder, als würden wir so im Bereich Grusel bleiben. Das ist ein Steampark-Rollenspiel. Das kommt ursprünglich aus Österreich. Wir haben das jetzt übernommen. Und das ist ein politisches Rollenspiel, würde ich es mal nennen. Es geht auch um Magie natürlich, um Steam, also Dampf als vorherrschende Energie. Nach einer Dystopie, ja, nach so einer Katastrophe müssen sich die Menschen auf der Erde eben halt wieder zusammenraufen und es geht um Staaten und Staatenformen, die sich mit Intrigen gegeneinander bekämpfen und es gibt Bürgerkriege und es ist keine sehr nette Welt, aber man versucht sich eben, wie gesagt, wieder aufzubauen und ein menschenwürdiges Dasein zu schaffen. Und die Spieler sind halt auch dazu aufgefordert, daran mitzubauen und zu helfen. Und unser neuester Abenteuerband, das ist hier Freiheit für Schwarzenbrück, da geht es auch um ein sehr aktuelles Thema, nämlich um die Pressefreiheit. Und da sind wir jetzt auch dabei, halt den zweiten Band Kampagne, das ist eine ganze Kampagne, die in drei Bänden halt ausgelegt ist, oder in vier sogar. Fünf? Okay, also fünf. Nein, also fünf Bände. Da ist halt der zweite Band schon weit fortgeschritten. Der ist jetzt im Layout und der wird also auch demnächst erscheinen. Okay, ich war ja jetzt gerade zumindest insofern schon mal ehrlich, Finsterland habe ich nämlich tatsächlich noch gar nicht so genau auf dem Schirm gehabt. So die meisten anderen Sachen, so je weiter wir jetzt hier in die Richtung Steampunk kommen, desto besser kenne ich mich dann wieder aus. Deswegen hatte ich erst so gedacht, so okay, Finsterland könnte ja dann vielleicht auch eher in Richtung Horror gehen. Aber ist ja vielleicht auch wieder, ja so, was heißt Horror in dem Fall ja nicht, aber es scheint ja trotzdem einen gruseligen Hintergrund zu haben, wenn man wie du es gerade einfach beschrieben hast. Man muss halt aus einer Dystopie erstmal wieder alles aufbauen. Ja, und es gibt natürlich auch Monster, die man bekämpfen kann und merkwürdige Dinge wie verschiedene Magiearten und so weiter. Also auch da gibt es Monster, die man bekämpfen kann, aber es ist halt nicht alles so einfach wie bei Dungeon Slayer zum Beispiel. Und es ist in solchen Situationen ja auch meistens nicht einfach nur schwarz-weiß. Ja. Du bist das Böse, dich muss ich besiegen, dann nehme ich den Schatz mit. Genau. Gut, aber ich weiß natürlich, euer größeres Interessantes ist wahrscheinlich eher Volsung vom Vertrieb her. Aber wie gesagt, ich bin immer, weil es eins meiner ersten Spiele ist, muss ich immer ganz begeistert darauf hinweisen, so auf Castle Falkenstein. Das war das erste Mal, dass ich mit Steampunk nämlich in Berührung gekommen bin im Bereich des Rollenspiels. Ich wusste vorher gar nicht, dass es quasi abgesehen von diesen, ich sag mal, klassischen Fantasy- und Horror- und Science-Fiction-Szenarien tatsächlich so viele Bandbreiten irgendwann abgebildet waren. Und deswegen muss ich jedes Mal, wenn ich bei euch vorbeikomme, ich gucke auf dieses Buch, bin ich so, ja, das habe ich auch zu Hause, damit habe ich angefangen. Nostalgische Gefühle. Ja, irgendwie sehr interessant, ja. 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 Ich gebe das Mikrofon mal weiter, genau. Da kann Ulrike nämlich besser was zu sagen. Genau, wir haben uns ja ein wenig aufgeteilt, um euer ganzes Sortiment mal irgendwie im Blick zu bekommen. Ja. Ja, Castle Falkenstein war quasi das erste Steampunk-Rollenspiel, da gab es das Wort noch gar nicht. Das fällt mir nämlich dazu ein. Ich hatte das in die Hand genommen und dachte, oh toll, was ist das? Na, und da hatten wir das Wort Steampunk wirklich noch gar nicht. Also zumindest ich persönlich hatte es noch nicht zur Verfügung. Und es ist eher, wir haben im Grunde genommen hier, das haben wir noch im Vertrieb. Ne? Und wir haben hier quasi drei Bereiche des Steampunks. Einmal so die düstere Variante, eher vom Sujet, von der Atmosphäre, so wilhelminisches Deutschland ungefähr, würde ich so sagen. Dann etwas sehr Märchenhaftes und etwas, ich sage immer, quietschbuntes. Ne? Also Volsung ist ein quietschbuntes Rollenspiel. Es hat nicht umsonst nicht nur den Steam, also den Dampf im Titel, sondern auch Pulp und Fantasy. Es ist eine Welt, die der unserer Vergangenen sehr ähnlich ist. So um 1900, nach einem großen Krieg, muss sich die Welt auch neu finden. Und es gibt uns, hier werden wirklich sehr lustvoll sämtliche Klischees ausgerollt.
Wir haben die ganzen Fantasy-Völker, Zwergen, Elfen, Oger und so weiter. Die Zwerge sind hier auch die Techniker der Welt, die Feen sind etwas überkandidelt und haben wirklich blaues Blut. Mhm. Oger gibt es nur männliche Oger, das hat gewisse Gründe, die ich jetzt hier nicht so ausführen möchte. Ich kenne die Gründe. Ja, und dann gibt es natürlich noch Trolle, Gnome, Halblinge und so weiter, die alle mit ihren Klischees herübergenommen worden sind. So findet man ganz schnell einen Zugang. Ich brauche nur die Weltkarte zeigen. Und man sieht sofort, was ich meine, warum man so schnell in dieser Welt... Vorne vielleicht ein bisschen. Eine vage Bekanntheit, ne, es ist, glaube ich, eine vage Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, wie die Erdkundekenntnisse sind, so, aber man sieht es eigentlich sofort. Und das Spielsystem ist sehr palpig, sehr bunt. Es geht darum, Schwierigkeitsgrade zu überwürfeln. Die Würfel können explodieren. Mittels Spielsteinen und Karten kann man die Geschichte noch weiter beeinflussen. Man kann besondere Fähigkeiten einsetzen, besondere Requisiten, die man hat, ne? Wie so gewisse magische Peitschen, die immer das Ziel treffen, wie ein Hut, der immer am Platz sitzt, egal was man macht. Und man kann die Geschichte dann noch ein bisschen verändern mit dem Ergebnis, dass man bei entsprechenden Würfelwürfen ganz verrückte Sachen machen kann. Wir haben das, ich rede ja immer gerne darüber, dass man bestimmte Sachen einfach auch schon ausprobiert hat, sodass ich nicht quasi vor komplettem Neuland stehe. Wir haben das tatsächlich mit den Supportern mal in einer Runde abends ausprobiert, als wir Zeit haben. Und allein was du gerade sagtest, diese Klischees, die da drin vorkommen, so ganz besondere Spitzfindigkeiten. Also allein schon beim Lesen der Charakterbeschreibung, also einiger Charakterbeschreibung war schon so, oh, also es kam wirklich mehrfach am Tisch, war immer sofort so, das ist aber, aha, guck mal, und hier, es ist also wirklich, also zumindest bei uns ist es sofort aufgefallen, also die meisten haben sofort irgendwelche Verbindungen, irgendwelche Verknüpfungen ziehen können. Und gerade das mit den explodierenden Werten, mit diesen Karten, diese Option zu haben, zu sagen so, nee, da möchte ich aber gerne noch so ein bisschen drüber hinaus, ist dann auch schön genutzt worden. Und ja, es kamen teilweise sehr interessante Ergebnisse dadurch zustande, die ich dann als Spielleiter irgendwie ein bisschen auffangen musste. Ja, das kann passieren. Aber ja. Das, also für mich hat es also an dem Spielspaß des Abends halt keinerlei Abstriche gehabt. Man ist dann nur manchmal so dieses, oh, was machen wir jetzt? Wie reagieren wir jetzt darauf? Weil es ja auch tatsächlich einem passiert ist, dass es nach unten weggekippt ist. Auch dies kann passieren. Genau, und dann war das so, oi, mal sehen. Ja. Ja, Wolfsung ist so ein bisschen unser Dauerbrenner. Ne? Wir hatten, wie gesagt, es ist einerseits ein sehr dickes Regelwerk. Es heißt auf Polnisch der Ziegelstein. Das ist auch ungefähr das Format. Und, okay. Ja, ne? Und wir haben also inzwischen immerhin die Übersetzung geschafft. Ne? Wir machen das ja auch im Nebenberuf. Sind im Lektorat. Zwischenzeitlich müssen wir leider jetzt die Lizenz auch nochmal neu aushandeln, weil der lizenzgebende Verlag nicht mehr existiert. Sieht aber alles sehr gut aus. Also es ist eine unglaublich spannende Geschichte, dieses Rollenspiel überhaupt veröffentlichen zu können. Das kommt auch noch mit dazu. Aber wir sind zuversichtlich, wir arbeiten weiter fleißig, weil wir finden es weiterhin, es ist einfach toll. Und wir denken, die Rollenspieler werden da auch genauso viel Spaß haben wie du und ich beim Spielen und Leiden. Davon bin ich persönlich ja überzeugt. Deshalb arbeiten wir da fleißig weiter. Gut. Jo. Aber wir haben ja immer noch ein bisschen, wir sind ja noch nicht fertig. Nein. Ja, dann haben wir was ganz anderes. Ne? Nach so viel Steampunk und viktorianischem Krimi haben wir noch Seelenfänger. Seelenfänger ist ja ein Setting für Fate Core. Und wir haben dafür 2018 Täuscherland herausgebracht, den Settingband. Kannst du das so sehen? Ja. Und voller Stolz möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir dafür den Deutschen Rollenspielpreis bekommen haben. Darauf sollte man nicht nur stolz sein, das sollte man definitiv herausheben. Ja, wir hatten damals ein Crowdfunding gemacht, da gab es alles Mögliche. Wir haben ein Hörspiel, wir haben schöne Würfel, wir haben von Erdenstern einen Soundtrack. Der Verlag Thorsten Low hat eine Anthologie herausgebracht. Es gibt eine Tasse, Charakterbögen, also alles Mögliche. Inzwischen haben wir auch noch
einen Abenteuerband, Licht im Nebel, hatten wir veröffentlicht. Der gehörte noch zum Crowdfunding dazu, den haben wir sozusagen noch hinterhergeschoben. auf unserer Homepage erscheinen immer auch so kleine Shocking Shorts, heißen sie. Das sind kleine Abenteueranregungen. Da kommt auch in loser Folge, kommt mal immer was Neues. Und gerade haben wir einen neuen Abenteuerband in Arbeit. Der ist jetzt gerade im Lektorat. Wir hoffen, dass wir ihn dieses Jahr auch wirklich noch rauskriegen. Bis jetzt sieht es eigentlich gut aus. Ich möchte aber noch keinen Termin nennen. Aber wie gesagt, der ist in Arbeit und dann gibt es wieder neue Seelen zu fangen. Ja, und es kann durchaus eine Herausforderung sein, wie ich ja auch schon festgestellt habe. Weil auch hier muss ich sagen, habe ich schon ausprobiert, saß ich schon mit am Spieltisch. War ich auch ziemlich begeistert von, aber irgendwann ist so das Bücherregal voll. Tja, das Problem kennen wir, glaube ich, alle. Gut, das wäre natürlich dann auch eine Lösung, ja. Was habt ihr denn noch? Habt ihr noch was, was ihr uns vorstellen möchtet? Ja, noch klar. Die eine oder andere Kleinigkeit, wo wir jetzt vielleicht sogar unseren Kameramann ein Stück mitnehmen müssen, weil zumindest mein Kabel langsam streikt. Einen Moment, ich auch. ja, wir haben noch das Master Survival Pack. Genau, das habe ich nämlich gerade gehört und da muss ich jetzt mal gestehen, da kann ich gar nichts zu erzählen. So, das Master Survival Pack ist unsere älteste Reihe. Damit haben wir nach dem Fantastikkalender angefangen. Die erste Mappe ist im Jahr 2000 erschienen und ist auch inzwischen neu aufgelegt worden. Die Reihe trägt den Namen zurecht. Es geht darum, einem Spielleiter möglichst kurzfristig einsetzbare Grundrisse zur Verfügung zu stellen. Wir waren damals die Ersten, die diese merkwürdige Ringbindung erfunden haben, denn damals hat man noch kopiert. Das sind diese Geräte, auf die man ein Papier legt und dann eine Lade da drauf und dann macht es Blitz, Blitz und dann kommt das Papier wieder raus als Kopie. Ja, ich glaube, Kopierer sind den Leuten schon auch bewusst. Erinnerung noch. Und wir haben damals auch diese Mappen immer auf CD gebracht. Das gab es noch nicht, Bücher sozusagen auf CD. Mhm. Und es sind, wie gesagt, Grundrisse, die sind fertig, getrennt nach Spielleiter und Spieleransicht. Das heißt, der Spielleiter kriegt immer die Karten mit den Geheimgängen. Perfekt. Spieler ohne. Abenteuervorschläge, Abkürzungen, Symbole erklärt. Zum Einrichten muss der Spielleiter selber seine Möbel sozusagen reinstellen, auf der CD zu bearbeiten. Ne, ob ich da eine Wand haben will oder nicht, dann nimmt man sie einfach weg oder setzt da noch eine rein. Und dafür haben wir dann insgesamt 7 Mappen gemacht. Wir haben was Allgemeines, wir haben was für die moderne Zeiten, wir haben Schiffe. Also Schiffe haben wir hier, wir haben einen Dungeon-Baukasten erstellt. Wir sind natürlich auch ins Weltall gegangen mit einer Raumstation. Ich stelle gerade fest, das hat sie ernst gemeint, als sie sagte, wir haben alles. Ja, und unser letzter Streich war dann diese Rätselmappe. Wir haben die Grundrisse mal verlassen, aber nicht das Prinzip, Rätselsummen selber bauen. Also mit Sachen, die man zu Hause hat, Stift, Schere, Papier, Drucker natürlich, klar. Das exotischste Material hier ist eine Folie. Also alles, was man so schnell zu Hause hat und nach dem Motto, oh, in einer Stunde kommt meine Rollenspielgruppe, ich brauche noch schnell ein Rätsel. Ein Rätsel, was die Spieler selber benutzen können. Also hier kann ich Labyrinthe erstellen, Tangrams ausmalen lassen, Drehscheiben, um Kombinationen für Schlösser zu erstellen, alles Mögliche. Das klingt nicht nur nach Unterhaltung für die Spieler, das klingt auch ein bisschen nach Beschäftigungstherapie für Spielleiter. Genau. Ja, und das Ganze haben wir dann vor kurzem einmal auf eine Kompilation, alle 8 Mappen auf eine CD gebrannt. Viele Leute arbeiten ja am liebsten mittlerweile über den PC und alles einfach direkt greifbar zu haben. Ganz einfach, die Papiermappen gehen einfach nicht mehr, ne? Ist ja auch in Ordnung. Schön handlich klein. Ja, ne, die Zeiten ändern sich und wir hatten ja immer CD-Ausgaben. Jetzt haben wir mal alle zusammengepackt und das haben wir jetzt auch im Programm. Ja. Schön, ich finde es toll, dass ihr euer Erstlingswerk oder euer Baby oder wie auch immer ihr das selber gerade betrachtet, dann auf jeden Fall noch vorgestellt habt, weil ich glaube nämlich, dass wenn man hier an den Stand herankommt, wirkt es im ersten Moment etwas ungewöhnlich, weil man halt diese ganzen schönen Bücher hat, dieses fantastische Layout mit allem drum und dran und dann steht an der Seite, wie du gerade sagtest, diese einfachen, kopierten
ja gut, in dem Fall mit farbiger Folie unterlegten, gebundenen Heftchen. Und man denkt sich so, was haben sie denn da gemacht? Handgebunden. Handgebunden. Da braucht man eine bestimmte Stanzmaschine und dann legt man diese Leiste, legt man da ein, die wird dann aufgestemmt und dann legt man die gestanzten Blätter dann sorgfältig da rein und schließt diese Leiste dann. Wir haben davon tatsächlich auch noch einen im Büro. Ich muss dabei gestehen, dass ich glaube ich gar nicht genau wüsste, wie ich damit arbeiten muss. Wir schon. Ja. Ja. Schön. Ich finde es toll, dass ihr uns alles vorgestellt habt, was ihr mitgebracht habt. Gut. Gerne. Da, du ja schon, oder da wir ja am Anfang des Gesprächs schon hatten, ihr hattet ja wenigstens auch Besucher, ihr habt Runden anbieten können und da winkt auch schon gerade jemand, der bei euch war und wahrscheinlich sich auch gefreut hat, mal wieder irgendwo auf euch zu treffen. Ich bedanke mich dafür, nicht nur, dass ihr hier seid, damit haben wir ja im Prinzip schon angefangen, sondern auch dafür, dass ihr jetzt noch ein wenig Zeit hattet, um uns einfach alles vorzustellen, weil wir sehen Redaktion Fantastik nämlich immer wieder auf jeder Niederrhein-Con, die wir machen werden, nicht wahr? Natürlich. Gibt es eine andere Möglichkeit, im August irgendwo hinzufahren? Habe ich nicht. Sehr in schön. Meinem Nein. Repertoire. Das nee, ist gut, das nicht. Wollten wir hören. Wir warten nur noch auf den Termin und den Ort und wir stehen natürlich parat. Das ist super, das freut mich total, das zu hören. Gut, dann danke an euch und wir sehen uns gleich wieder. Wir werden nämlich zum Abschluss noch einen richtig schönen Rundgang jetzt gleich einmal durch die Halle machen, damit ihr auch die ganzen kleinen Stände, die wir jetzt nicht groß vorstellen konnten, wenigstens mal kurz in Augenschein nehmen konntet. Da haben wir nämlich tatsächlich auch ein paar von dabei. Bis gleich. Ciao. Danke. Tschüss.